Ein Kinojahr hält auch immer Überraschungen parat. Und die 10 Überraschungen, die mich dieses Jahr sehr erfreut haben, die gibt es für euch jetzt hier in diesem Video. Vorab lässt sich wieder mal sagen, wie eigentlich jedes Jahr, eine Überraschung muss nicht der beste Film des Jahres gewesen sein, sondern man war dann eben doch sehr überrascht, dass der Film einen insgesamt unterhalten hat. Das heißt, es reicht auch, wenn man niedrige Erwartungen hatte und plötzlich aber dann doch merkte, oh, ich fühlte mich gut unterhalten. Und so ging es mir bei Platz 10, Child's Play. Ich habe mir auch erst gedacht, so, ach, im Ernst, wollt ihr jetzt einen neuen Chucky-Film machen? Was soll das? Wieder irgendwie aufgewärmt. Der Film hatte dann aber so ein liebevolles B-Movie-Trash-Potenzial, dass ich sehr, sehr viel gelacht habe, mich hin und wieder auch erschreckt habe, es dann doch krass fand, wie explizit einige Gewaltszenen waren, aber insgesamt einfach eine wahnsinnig gute Zeit im Kino hatte. Und ich habe wirklich vorher gedacht, den Film brauche ich nicht und ist für mich so in diesem Horror-Komödien-Segment die große Überraschung des Jahres. Chucky? Auf der 9 habe ich einen deutschen Film und eigentlich ist es schon frech zu sagen, Moment mal, Caroline Herford, zweiter Film, ich bin überrascht, dass der mir gefallen hat, denn auch ihren ersten mochte ich. Aber dass sie es hier schafft, so eine Art Action-Komödie-Road-Movie zu machen mit einer etwas anderen Figurenkonstellation, die auch noch einfach wahnsinnig gut aussieht, hat mich dann doch überrascht, dass der Film mich so gut unterhält. Und sehr, sehr schade, dass der Film irgendwie komplett untergegangen ist, als hätte der Verleih ihn auch irgendwie so schon beiseite geschoben, als er rauskam. Finde ich sehr, sehr schade, denn es hat wieder mal bewiesen, Caroline Herford ist A, eine gute Regisseurin und gute Geschichten und gute Filme liegen auch bei uns auf der Straße. Auf der 8 habe ich eine sehr herzerwärmende Familienkomödie, nämlich Plötzlich Familie. Was ist los? So viele Kinder suchen Pflegeeltern. Es ist so traurig. Wenn man sich auch anschaut, was der Regisseur bislang alles so gemacht hat, merkt man, okay, ja, da darf man auf jeden Fall überrascht sein, dass dieser Film so viel Herz hat, dass er so süß ist und Mark Wahlberg und Rose Byrne in Hauptrollen auch wirklich regelmäßig richtig witzig sind, die sich dieses Thema, wir suchen eine Pflegefamilie bzw. Kinder in einer Pflegefamilie, Adoption und so weiter und so fort, wirklich mit den Herausforderungen irgendwie konfrontiert, gleichzeitig aber eben auch dafür sorgt, dass man einfach wirklich richtig viel Freude und richtig viel Spaß hat. Und das ist einfach gelungen und deswegen ist für mich Plötzlich Familie eine der großen Überraschungen. Jetzt ist alles wieder gut. Danke, Daddy. Sie hat mich Daddy genannt. Hast du gehört? Ich will, dass sie Mami sagt. Kann ich dir bei irgendwas helfen? Nein. Auf der 7 habe ich einen Film, den ich auch nicht auf dem Schirm hatte. Verrückt ist ja auch das Überraschungsvideo. Eine Teenie-Schmonzette, bei der ich dachte, okay, 3 Schritte zu dir. Das ist basiert auch auf dem Buch. Ist das jetzt so wie am Ende, das Schicksal ist ein mieser Verräter? Und dann schaue ich den Film und muss feststellen, ja, es hat Anleihen, aber meine Fresse, hat der Film mir A, eine Krankheit nochmal näher gebracht, nämlich Mukoviszidose? Hat der Film 2 sehr junge Menschen einfach so dargestellt, dass ich wirklich mit ihnen mitleide und ein Gefühl für diese Krankheit, aber eben auch für diese Lebenssituation bekomme und schafft er es irgendwie dann mein Herz zu erreichen? Und all das hat der Film geschafft, habe ich nicht gedacht, dass das möglich sei und deswegen ist der Film für mich eben auch eine der Überraschungen. Aus dem deutschen Lande habe ich hier mehrere Filme mit dabei und so eben auch die Goldfische. Von hier bis nach Zürich sind das nur 2 Stunden. Mann, ich kann doch nicht mal alleine scheißen. Wie soll ich denn 1,2 Millionen schmuggeln? Wenn man auch hört, so ja, eine lustige Komödie, die dann auch noch mit Menschen mit Behinderungen im Fokus steht. Keine Sau kontrolliert einen Bus voller Behinderter. Wir sind die geilste Behindertentruppe, die jemals existiert hat. Da bekomme ich auf jeden Fall erst einmal so ein paar Zuckungen und denke mir auch so, oh nee, das kann doch eigentlich nur in die Hose gehen. Und dann sieht man den Film von einem Debütregisseur. Wirklich, es ist sein erster Film und merkt einfach, wow, der hat ein ziemlich gutes Timing für Humor. Der hat die Figuren ernst genommen. Die Figuren haben alle das Herz am rechten Fleck und insgesamt lacht man eben nicht über die Figuren, sondern mit denen und wird auch in ziemlich absurde Situationen gebracht. Einer der Filme, die ich wirklich so gar nicht auf dem Schirm hatte, dass die wirklich fröhlich, schön und lustig werden können. Und ja, es ist aber allerdings ziemlich gut gelungen.
Ihren Führerschein hätte ich gern mal gesehen. Hören Sie mal zu, Herr. Wie heißen Sie überhaupt? Sie haben sich überhaupt nicht vorgestellt. Mein Name steht hier auf dem Schild. Ja, sehe ich. Aber wie spricht man's aus, hm? Müller? Auch die 5 ist bei mir ein deutscher Film, bei dem ich wirklich nach dem Trailer fest davon ausgegangen bin, dass dieser Film bei mir in den Flops landet. Denn das sah einfach alles sehr, sehr seltsam aus. Aber ich war noch niemals in New York. Ist eben auch so ein Film mit dem Herz am rechten Fleck. Einfach dem Mut zu etwas völlig bunten, überdrehten und eben auch die Idee eines Bühnenstücks so zu inszenieren, dass man im Kino sitzt und zwar einen Film sieht, aber trotzdem so das Bühnenreske präsentiert wird. Und das fand ich liebevoll, das fand ich einfach mit so einem richtigen Drive irgendwie präsentiert, mit Mut und eben auch einfach mal mit Lust an etwas Kitsch, an etwas Bunten, an den großen Songs von Udo Jürgens. Habe ich nicht mitgerechnet, aber wow, hatte ich eine gute Zeit. Wir müssen so schnell wie möglich nach Deutschland. Sofort. Was ist schon mal in Deutschland? Nur auf Mallorca. Auf der 4 habe ich einen Film, der auch bei meinen Tops ziemlich weit oben gelandet ist. Aber, ja, bei dem bin ich trotz alledem überrascht gewesen. Le Mans 66. Naja, auf der einen Seite hat man Christian Bale, Matt Damon und den Regisseur James Mangold. Wo man jetzt sagen könnte, Dominik, im Ernst, was überrascht dich denn, dass da ein guter Film rauskommt? Was hat er gesagt? Er sagte, Ford baut hässliche kleine Autos in einer hässlichen Fabrik. Und er nannte sie Fetzer. Wir werden Ferrari in Le Mans beerdigen. Also der große Carroll Shelby will ein Auto bauen, mit dem er Ferrari besiegt. Mit einem Ford. Korrekt. Und vielleicht bin ich ja nicht überrascht, dass der Film gut geworden ist, sondern damit habe ich gerechnet. Aber ich bin überrascht, dass dieser Film dieses Jahr sämtliches an den Blockbuster-Filmen so an die Wand im wahrsten Sinne des Wortes gefahren hat, dass ich einfach mit meinem kompletten Körper diesen Film gesehen habe und obwohl ich eben mit Autos gar nicht so viel anfangen kann, also eher im Sinne von, es ist ein Fortbewegungsmittel, habe ich diese Leidenschaft gespürt, gefühlt und vor allen Dingen verstanden und damit habe ich nicht gerechnet. Und somit ist Le Mans trotz alledem auch bei den Überraschungen dabei. Le Mans 66. Noch ein Film aus dem deutschen Lande, der mich überrascht hat, der einfach zeigt, die Deutschen können es eben sehr wohl. Leider an der Kinokasse eher untergegangen, aber Gut gegen Nordwind war für mich wirklich ein wunderbares Beispiel dafür, wie schön, wie kreativ und vor allen Dingen wie gut eine Liebesgeschichte erzählt sein kann, obwohl sich die Figuren im Film nur über E-Mails miteinander unterhalten. Dass das auf 2 Stunden klar gehen kann, habe ich nicht gedacht. Ja, der Film hat an der einen oder anderen Stelle eine Länge, aber Nora Tschirner und Alex Fehling, die spielen das mit so einer Inbrunst und mit so einer Feinfühligkeit, dass ich echt einfach komplett begeistert war, dass dieser Film mich berührt hat und dass das einfach doch noch möglich ist. Auf der 2 habe ich auch einen Film, der in meinen Tops gelandet ist, aber einfach, weil ich nicht gedacht habe, dass ich diesen Film brauche. Toy Story 4. Ich dachte echt so, nein, die Geschichte ist zu Ende erzählt, ich brauche nicht noch more of the same. Liebe Pixar-Leute, lasst euch doch bitte was Neues einfallen. Und dann sitze ich da und nach 2 Minuten strahle ich wieder wie ein 7-Jähriger, der das erste Mal ins Kino geht. Und das ist dann einfach doch pure Kinomagie. Und egal wie viele Geschichten schon erzählt worden sind und wie viele Franchises es gibt, wenn es dann doch noch mit Herzblut weitererzählt wird, dann kann das noch zu großen Kinomomenten führen. Und das ist definitiv bei Toy Story 4 gelungen. Das ist alles falsch. So geht's bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Niemand kommt bis zur Unendlichkeit, du Blödmann. Merkst du selber, ne? Unendlichkeit? Ich lach mich schick. Bis zur Unendlichkeit? Du hast echt keine Ahnung von gar nichts. Und auf der 1 habe ich einen Film, der es gerade so nicht geschafft hat in meine Top-Liste. Irgendwie fliegt dann doch was raus, aber meine Fresse, hatte ich eine gute Zeit im Kino. Hab ich gelacht. Longshot. Die Außenministerin der Vereinigten Staaten von Amerika, Charlotte Field. Starrt die Außenministerin uns an? Ich kenne sie irgendwie. Die Außenministerin möchte mit Ihnen sprechen. Mit mir? Seth Rogen, Charlize Theron. Ein so witziger Film, der auch mal wieder zeigt, Seth Rogen kann nicht nur irgendwie Flachwitze bringen. Der zeigt, dass auch eine sehr seltsame Konstellation von Schauspieler und Schauspielerinnen wirklich
glaubwürdig dafür sorgen kann, da lieben sich gerade zwei. Ich mag die Idee dahinter, dass eine Politikerin plötzlich von ihrem ehemaligen zu babysittenden Kind die Reden geschrieben bekommt, dass da noch ein bisschen mehr passiert. Und gleichzeitig gibt es auch noch ganz viele Seitenhiebe auf Politik. Und da ist es auch egal, ob er die konservative Politik oder die linke Politik, alle kriegen aufs Maul. Und das macht einfach tierisch viel Spaß. Wir wären fast draufgegangen. Ja, aber nur fast, oder? Wir bringen sie hier weg. Danke, Agent M. Und das hat mich einfach, glaube ich, dieses Jahr am meisten überrascht. Von euch würde ich jetzt gerne wissen, welche Filme haben euch denn dieses Jahr so wirklich aus den Socken geholt, dass ihr dachtet so, nee, so gut oder so verrückt oder so lustig hätte ich es nicht erwartet. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, was da bei euch dabei ist. Und ich verlinke euch noch meine Tops und meine Flops auch hier in diesem Video. Schaut da gerne rein. Und dann sehen wir uns bald wieder hier in der Filmlounge. In diesem Sinne, macht es gut und adieu.